Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal mit den Russen hier noch unterwegs. In China sozusagen. Und genau, wir sollen jetzt hier weiterhin die Gebäude hier erobern. Alles klar. Ich würde mal sagen, dann... ja, dann macht das ruhig kaputt. Dann machen wir es einfach mal weiter. Ich guck mal gerade hier, wie wir uns hier nochmal einrichten können. Ah, so. Genau, und wir sollen die Gebäude in Form von den Priestern erobern. Das heißt quasi, Priester dafür einsetzen, um hier diese Cyborg-Produktionsstätten hier einzunehmen. Da würde ich sagen... legen wir da einfach mal los hier. So, ich kann die Einheiten gerne mitnehmen. Weil die brauchen wir ja gleich, ne? Das ist ja die Sache. Und, ja. Oh, 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 was geht denn hier ab? Oh, ganz viele Sachen hier. So, wieder Cyberkrieg hier. So, perfekt. Das haben alle überlebt. Sehr gut. Oh, die haben Flugfelder, Freunde. Die haben echt Flugfelder, das ist ja wohl nicht wahr. Ja gut, dann schießt das bitte kaputt. Schießt das Flugfeld kaputt. Aber mit dieser geilen Zukunftsmucke. Mit dieser geilen Zukunftsmusik sozusagen. Oh, sind das viele. Ja gut, aber das geht noch. Das geht noch. So hier. Das Flugfeld muss unbedingt weg. Genau, ihr macht das gut. Alles klar. Heieieiei. Dieser Laserturm da auch weg. Dieser Löserturm. Wunderbar. Und ihr könnt mal heilen. Wartet mal, ich guck mal nach hier oben. Die leben immer noch. Das ist ja wohl nicht wahr. Aber es passt soweit. Ich würde nur mal gerne wissen, wie viel ich hier noch einnehmen muss. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Empire Earth. An diesem Sonntagabend, es ist mittlerweile 9 Uhr, Tag der Bundestagswahl sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr wart alle schön wählen. Würde ich gut finden. Aber ja, das ist immer so eine Sache, ne? Das ist ja auch sein persönlicher Punkt sozusagen, ob man wählen geht oder nicht. So, jetzt genug davon geschwafelt. Wir müssen erstmal hier weiterfahren. Chinesische, was? Luftstreitkräfte. Oh, oh, jetzt kommen sie... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, Apolls, kommt mal her, bitte. Ich glaube, ihr müsst hier unbedingt helfen. Ich baue mal noch ein paar. Puh, ey. Nein, nicht auf das... Nicht auf diese Gebäude hier. Nicht auf diese Produktionsgebäude, bitte. Wir müssen die nämlich alle einnehmen. So, was ist da jetzt los? Wir werden angegriffen. Och, jetzt nicht euer Ernst. Ach, du Heilige. Boah. Okay, alles klar. Aber... wir müssen hier das verteidigen. Nein, jetzt hört doch auf. Drei Gebäude müssen noch erobert werden. Okay. Drei Gebäude. Das heißt, Priester, die können eigentlich schon mal damit anfangen. Oder auch nicht. Wegen dieser scheiß Universität hier. Okay. Alles klar. Dann, genau. Auf die Flachs und dann hier drauf. Priester. Immer noch nicht. Weil hier noch so eine blöde Uni steht. Okay, ich verstehe schon. Alles klar, ja dann... gut, ich muss mich hier echt konzentrieren drauf. Jetzt steht da oben noch so eine blöde Uni. Ey, das ist doch... wie viele Universitäten haben die denn hier? Wartet mal, wartet mal. Was geht hier unten gerade ab? Okay, die stehen noch, sehr gut. Die stehen noch. Das ist top, Freunde. Das ist echt top.
Die Priester machen da weiter ihren Job. Finde ich ganz gut. Beziehungsweise der eine, der andere, der kann das hier noch einnehmen. So. Hahaha, ich habe hier ein paar Verteidigungs-Cyborgs aufgebaut, Kollege. So. Warum braucht ihr so lange, um die Gebäude einzunehmen? Das ist ja wohl... Die Gegner scheinen eine starke Moral zu haben hier. Finde ich krass, Freunde. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Zu zweit geht es einfacher. Nein, jetzt lass das doch mal. Gut, egal. Ich glaube, wenn wir die drei hier haben, dann passt das. Was kommt da oben jetzt wieder auf uns zu hier? Nichts. Okay, einfach mal nichts. Ich finde die Sounds so geil. Und ja, liebe Freunde, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, das Empire Earth. Wie wir jetzt hier weiter uns hier die Gebäude einnehmen. So. Ach du Heilige! Ah, okay. Okay. Die chinesischen Fabriken sind unter unserer Kontrolle. Die Schwarzhemden an der Front kurz vor dem Sieg. Die Herrschaft Neurusslands auf dem Kontinent ist gesichert. Die Pläne meines Vorgängers und Meisters gehen auf. Die Zeitreise-Experimente kamen zu spät und waren zu gering. Ich muss Molotows Genesung überprüfen. Meine Wissenschaftler sagen, die Reparaturen seien abgeschlossen. Was ist passiert? Was haben Sie mir angetan? Ich bin eine Art Monster geworden. Stören Sie sich nicht an unbedeutenden Äußerlichkeiten, Molotow. Sie haben eine hohe Strahlendosis abbekommen, aber Sie leben noch. Sie sollten mir danken. Diese Verbesserungen haben Ihnen nicht nur das Leben gerettet. Sie werden auch effizienter als normale Menschen sein, wenn Sie sich daran gewöhnt haben. Jetzt sind Sie mehr wie ich. Das ist nicht gerade tröstlich. Aber wenigstens kann ich weiter Neurussland und seinem Volk dienen. Ja, wir werden alle nach und nach zu Robotern. Das ist einfach so. Ja, Molotow lebt doch. Auch wenn er, wie gesagt, ein halber Terminator ist, so wie das aussieht. Aber gut, was kommt jetzt noch irgendwas hier? Oder haben wir es jetzt geschafft, die Mission? Wir haben die Mission geschafft. Okay, alles klar. Cool. Was hatten die denn hier noch? Also, das war ja hier Peking. Wir haben Peking also platt gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Weil eigentlich gehört Asien ja jetzt auch uns, ne? Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Alles klar, dann machen wir mal hier direkt die Spielübersicht weg. Ein Meinungsumschwung. Okay, starten wir einfach mal. Oh! Was ist das denn jetzt? Amerika. Gregor der Zweite hat ganz Europa und Asien unterworfen. Aber eine Weltmacht noch nicht. Die Vereinigten Staaten. Abgesehen von wenigen Scharmützeln gab es in dieser Zeit kaum militärische oder diplomatische Kontakte zwischen Amerikanern und Neurussen. Die USA bereiteten sich auf eine Invasion vor, starteten aber keine Offensive, um die unschuldige Bevölkerung nicht zu gefährden. Sie warteten lieber, bis er zu ihnen kam. Und jetzt ist es soweit. Grigors Truppen unter dem gerade beförderten General Molotow wurden zu Manövern in die Karibik geschickt. Die Amerikaner haben daraufhin Truppen zur Unterstützung ihres Verbündeten Kuba entsandt. Das letzte Gefecht steht bevor. Oh, also es geht rüber über den Teich sozusagen. Hier, schaut mal. Es geht nach Kuba. Verdammt interessant hier. Hispaniola, Port-au-Prince, Nordatlantik, Miami, Havanna. Das ist cool, dass wir jetzt nach Amerika gehen. Alles klar, dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Wie es jetzt aussieht. Bin ich mal gespannt, ey. Echt cool. Wow, okay. Sind wie befohlen auf der Insel Hispaniola gelandet. Bisher kein Widerstand. Die Verteidiger konzentrieren sich wohl auf den Westen. Formieren uns neu und versuchen die Invasion von Kuba. Muss aber nochmals betonen, unsere Streitmacht ist für die Operation zu klein. Nach all der Zeit zweifeln Sie noch, Molotow?
Als Mensch finde ich Ihre ständigen Zweifel an meinen Befehlen empörend. Sogar unverschämt. Vielleicht brauchen Ihre Männer eine Lektion, die ich von Cortez gelernt habe. Menschen kämpfen am besten, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Alter Schwede. Okay. Also wir haben es hier definitiv mit dem Verrückten zu tun. Was zur... Okay. Was zur Hölle? Ich verstehe. Sie haben ein Talent dafür, Menschen zu motivieren. Und fast Menschen wohl auch. Und jetzt beginnt den Angriff. Der Roboter erinnert mich irgendwie an den Imperator aus Star Wars. Ich weiß auch nicht. Okay, was sollen wir denn hier machen? Wartet mal, erstmal Restpunkte verteilen hier. Können wir hier irgendwas... Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Begehungswerk, aber wo... Nee, wir brauchen keine Schiffe, wir brauchen hier... Wo sind sie denn hier, die hier, unsere KI-Freunde? Hier, Cyborgs. Wir könnten dann vielleicht noch die Bauzeit sinken. Das ist gar nicht mal schlecht. Und die Bürger? Ja, die können da ein bisschen mehr aushalten, finde ich. Das ist ja schon ein bisschen erschreckend, wie wenig die aushalten. Gut. Freunde, dann würde ich mal sagen, jo. Gucken wir uns mal an, wie wir hier uns hier aufbauen können. Was ist das hier? Tragbarer Computer. Tragbarer Computer. Das sieht geil aus. Da ist unser verrückter Führer drin. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, dann gucken wir uns mal hier um, was wir hier haben. Wir können uns hier also aufbauen. Hä? Wir können uns hier aufbauen. Das ist echt gut. Alles klar. Ram, 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 ram. Die Sounds, ey, richtig gut. So, machen wir die mal stärker. Auch die Panzer. Wir haben jetzt diese Centurion-Panzer. Die sind auch gut und geil. Hier haben wir General Molotov. Hier haben wir Hyperions. Die machen wir bitte auch mal stärker. Und die Minotauren auch. Ah, da kommt doch schon was. Ah, schaut mal, wir haben die Zukunftspanzer. Karibische Liga, was zur Hölle. Wachposten, ach wie süß. So, ja, mach diesen Panzer weg. Und schieß mal dieses Tor auf hier, Freunde. Was ist denn das hier? Aufmachen, los. Gut, die Bürger, die können mal hier ein neues Kapitol aufbauen. Und die schießen da weiter das Tor auf. Ja, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, das geht schnell, Freunde. Bum, 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 bum. Oh, um Himmels Willen. Da sind noch weitere Manneken hier. Okay. Alles klar. Gut. Die sind sogar 2x6, ne? Perfekt eigentlich, ne? Oder? Ja, das ist genau richtig. Oh, alles klar. Ja, die versuchen uns sich jetzt wieder hier zu wehren. Ist klar. Aber nix da. Aufmachen, los. So, und während die da weiter das versuchen, würde ich sagen, baue ich hier meinen Militärstützpunkt auf. Eine Mühle bitte. So. Wir werden angegriffen. Warte, wer greift mich da jetzt wieder an? Ah, okay. Da ist der Panzer. Weg damit. Wunderbar hier. Ja, die nehmen fast keinen Schaden. Molotow schießt schön mit. Da ist er. Und genau, dann kann der doch... Was ist das denn hier? Ein Arzt? Okay, cool. Mach diesen Bürger da weg. Mach diesen Bürger da platt. Oder... Ach, Mann, dieser Bürger hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht hier. So, Mensch. So. Oh, was ist jetzt hier? Hallo, hey. So, lass das auf und... Oh Gott. Geh du mal aus dem Feuer raus. So, perfekt. Das Tor ist weg. Sehr schön. Alles klar. Und platt machen. Wunderbar hier.
Alles klar, Freunde. Das läuft doch gut. Es läuft sehr gut. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden Zuschauer, der hier nach wie vor dabei ist bei Empire Earth. Ist echt geil, muss ich sagen, dass das Projekt noch so beliebt ist. Aber klar, das hat es halt auch verdient. Ist klar. Jetzt hört doch mal auf. Ich glaube, wir können hier mal ein bisschen schneller machen. Nein. Hier. So. Genau, wir können die Spielgeschwindigkeit ein bisschen aufdrehen. Das. Oh! Ein U-Boot, Hammerhead. Das nicht. Das schießen kann. Okay, interessant. Ein Flugzeugträger, Nautilus, Nexus. Okay. Wo schießt das drauf? Das schießt nirgendwo drauf. Das trifft gar nicht mal. Das schießt tatsächlich also unten drauf. Ja gut, okay, dann ist das klar, was der nicht trifft. So. Einfach weiter Bürger bauen erstmal. Hier können wir uns ja ausnahmsweise mal so, wie wir es wollen, aufbauen. Na? So. Uiuiuiuiuiui. Drei Wachposten hier. So. Alles klar, wunderbar. Ich bräuchte eigentlich auch mal eine neue... Na gut. Gut. Ich bräuchte auch mal ein neues Stadtzentrum hier unten für die Steine. Die machen das schon hier. Weil der Basisaufbau bei Empire Earth, der dauert immer ein bisschen länger. So ist es tatsächlich. Was macht ihr da schon wieder? Bleibt doch hier vorne. Verdammt nochmal. So. Jetzt haltet mal die Stellung hier, verdammt. Stellung halten. So, einfach Stellung halten da. Na, Freunde, wie gesagt, der Basisaufbau, der dauert hier immer eine Weile. Aber das ist doch auch mal ganz cool. Können wir mal hier ganz im Command & Conquer-Stil uns hier in Ruhe aufbauen. Das ist doch auch nicht schlecht. So, dann würde ich mal sagen, bevölkere weiter, damit wir gleich direkt ein zweites Kapitol kriegen. Beziehungsweise ein Stadtzentrum. Genau, ein Stadtzentrum. Ja, das Ding hier muss erstmal auf 5 hoch. Das ist es halt. Und genau, mein Handy vibriert jetzt gerade die ganze Zeit. Aber das macht nichts. Genau, danach werde ich dann das Feld hier bevölkern. Ja, das ist in Ordnung. Ihr schafft das schon, ja? Der Wolotow hier, der hilft euch hier. Wir haben viele Schwarzhemden, das ist gut. Wie gesagt, wir müssen erstmal hier unsere Wirtschaft aufbauen. So, da würde ich mal sagen, gucken wir gleich mal hier. Der hat auch endlos Ressourcen hier scheinbar. Genau, wir haben genug Holz. Hör doch auf! Was machst du denn da? So, hier. Ja, der hat keine Chance gegen meine Einheiten. Die Verteidigung da, die steht erstmal. Guck mal hier, Goldgewinnung und Eisengewinnung. Ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal so. Ach du Heilige, was machst du denn? Molotow. Ballert der einfach auf die Bürger ein und lässt sich vom Turm abschießen. Das ist ja wohl nicht wahr. Zum Glück heilt er sich. So, wir brauchen 250 Nahrung dafür. Na kommt schon. Bringt die Steaks rein hier. So. Und so. Zerstören Sie das Kapitol in Havanna, bauen Sie Ihr Stadtzentrum oder Kapitol auf dessen Stelle auf. Bauen Sie 3 Cyborg-Fabriken, 2 Docks und eine Werft auf Kuba. Klare Ansage, finde ich immer gut. So, das Ding ist voll. Sehr schön, das heißt, wir können damit anfangen, tatsächlich unsere Militärgebäude zu bauen. Aber... Weil wir haben ja genug Bevölkerungslimit hier, wie ihr seht. Das ist ja schon gut. Aber wir brauchen halt auch erstmal noch ein Krankenhaus, ne? Ein Krankenhaus.
um nochmal das Bevölkerungslimit zu erhöhen. Ganz genau, und dann würde ich sagen, ja, das können wir doch einfach mal machen. So. Wir brauchen noch 6 Leutchen hier für die Steine, ne? So, alles klar. Was haben wir jetzt hier schon wieder? Ui, es fängt an zu regnen, schaut mal. Ich wusste gar nicht, dass auf Kuba so schlechtes Wetter ist. Das ist ja mal interessant. Gut, ja, der kommt hier laufend angeschissen. Wir sollten... Was sollten wir bauen? 2 Kasernen? 3 Cyborg-Fabriken, 2 Docks und einer Marinewerft. Also, 2 Docks. Autosave. Eine Marinewerft. Was zur... Och, Molotow. Ich weiß, du machst gerne Gegner kaputt, aber am besten nicht allein und am besten nicht auf eigene Faust. Da ist die Marinewerft. Würde ich sagen, die bauen wir auch hier hinten lieber auf. Ist einfach sicherer. So. Ja, seht ihr das? Die heilen sich schon wieder hoch hier. Läuft doch wunderbar. Gut, und dreimal... Was war das nochmal? Cyberfabrik. Okay, Freunde, dann machen wir das doch einfach mal. Oh, wir brauchen Holz. Wir werden angegriffen. Was zur... Och, nö, das war so klar, dass der jetzt hier... Oh, dass der jetzt hier voll auf meine Bürger will. Kaum habe ich eine Werft aufgebaut, ne? Ihr seid auch geil, echt. Ihr seid so geil. Das ist ja wohl unfassbar. Gut, dann baut schnell hier diesen Turm auf. Los. Baut diesen Turm auf. Verdammt nochmal. Ja, na klar. Schon wieder gegen diese... Gegen die Bürger. Verdammt, ich hätte, glaube ich, zuerst... die Türme aufbauen sollen. Das war, glaube ich, eine richtige Scheißidee, was ich hier gerade gemacht habe, ne? Molotow ist verstorben. Oh. Ohne seine Hilfe wird der Widerstand gegen Neurussland. Ja, das war's. Ich muss es nochmal laden. 21 und 22. Ah, das war vor 2 Minuten. Das ist gut. So. Ach, Molotow, was rennst du auch immer nach vorne? Das ist sogar sehr gut. Molotow, jetzt bleib doch mal hinten. Jetzt stelle ich ihn ganz nach hinten. So. Das ist sogar sehr gut, weil da kann ich nämlich mich besser auf die Schiffsangriffe vorbereiten. Glück im Unglück sozusagen für uns. Alles gut eigentlich. So, wo werden wir wieder angegriffen? Hier nirgendwo, okay. Und ja, da haben wir gleich schon wieder die Folge voll. Schade eigentlich, weil es geht immer so richtig schnell hier. Nee, mach das erstmal fertig. Was zur... Was soll das denn jetzt? Vereinigte Staaten, ja, okay. Eklig. Okay, zum Glück haben wir diesen Turm da aufgebaut, ey, Mann. Flugzeugträger. Schieß doch erstmal da hinten drauf. Ja, ist in Ordnung. Die Türme, die machen das. Die machen richtig guten Schaden. Ja, danke. Penner. Dankeschön. Tatsächlich haben wir jetzt 175 Stein verloren. Durch diesen Mist. Aber gut. Das haben wir abgewehrt. So, dann können wir hier... Geschwindigkeit von Bürgern und vor allem Anti-Alterungspille. Das ist auch geil. Plus 5 Bevölkerung. U-Boote. Was ist das jetzt hier? Kubanische Marine. Ich wusste gar nicht, dass die U-Boote haben. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. So, dann hier bitte. Weiter aufbauen einfach. So, Molotow, du bleibst bitte schön hinten. Nicht, dass du da wieder irgendwelche Alleingänge fabrizierst hier. Ist echt bescheuert, was der manchmal macht, aber gut. So geht das. Ah, sehr schön, Freunde. Wir haben hier unser Standbein.
Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.